Und jetzt zeige ich mal eben, wie man diese Leitflächen, sage ich mal, oder ja, Passflächen einklebt. Die sind dafür da, die werden von der Innenseite so aufgeklebt. So, und dann kann man sich schon vorstellen, wenn man das Glas nachher den Glaskopf in die Bucht von dem Spiceport reinzieht, dass der Deckel hier reinpasst und das Glas so ein bisschen in Position hält. Das heißt, die Gläser sehen nachher alle wunderbar ausgerichtet aus. Die stehen nicht vor, die sind alle in einer definierten Position und dadurch sieht das Regal auch ein bisschen schöner aus. Und man ist etwas safer gegen versehentliches Rausziehen der Gläser. Ja, diese Teile sollte man erstmal kurz vorbehandeln. Das heißt, hier können immer Reste der Stege drauf sein. Manchmal spielt es keine Rolle, aber wenn der etwas größer ist, dann verhindert es halt, dass man dieses Teil genau in die Ecke schieben kann. Von daher auf dem mittleren Schleifpapier einmal rüberziehen, das war's schon. Dann sind die also sicher weg. Und dieses Schleifpapier ist schon ein bisschen grob dafür. Aber es ist ein 80er, da reicht auch ein feineres und ein, zwei Züge mehr nicht. Das hier sind das bildet nachher die Tasche für das Schriftfeld. Da könnten auch hier unten noch Reste dran sein. Da muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Aber es reichen auch wirklich ein paar Züge und dann sind die auch schon ab. Die stehen nämlich, diese Fläche steht später hier drauf. Und bei so filigranen Objekten sieht man das dann schon, wenn da irgendwie noch eine Spiegel dazwischen ist. So, das gleiche, das ist die Abdeckung für das Schriftfeld. Die ziehen wir auch nochmal eben durch. Man bräuchte nur eine Seite, weil der Rest wird später geschliffen. Da man das aber verdrehen kann, ist es nicht dumm, wenn man beide Seiten macht, ist man sicher, dass es fehlt. Ja, schon ein bisschen rund, aber das ziehen wir gleich alles ran. Gut, in diesem Fall schaue ich mich das nur einseitig mit Weißleim zu bestreichen. Erstmal den Kleberpad öffnen. Da darf in diesem Fall ruhig ein bisschen Wasser im Pinsel sein. Wer den Bogen da raus hat, kann immer mit dem Wasser im Pinsel den Leim den Bedürfnissen so ein bisschen anpassen. Lohnt sich das zu üben. Mal braucht man etwas dickeren Kleister und mal darf der ruhig dünn sein. Und dann ist das eine schöne Technik. Man muss also nicht einen ganzen Pott Kleister auf eine bestimmte Verdünnung bringen. Man kann das jeweils auch mit dem Pinsel machen. So, jetzt gehört das in diese Ecke rein. Man braucht es also wirklich nur in die Ecke zu drücken. Sauber auf die Vorderkanten achten, dass die überall bündig dran sind. Und das war es schon mit Passung. So, jetzt habe ich diese Klammern besorgt. Gibt es im Bürobedarf. Und die sind nämlich wunderbar, solche kleinen Sachen festzuhalten. Schön weit draufstecken. Hinten könnte man das auch mit einer größeren versuchen oder noch eine dritte draufsetzen. So. Die muss da so. So muss sie rein. Das heißt, das ist die Klebeseite. Hier kann man auch immer ruhig ein bisschen sauber arbeiten. Desto weniger Ärger gibt es später beim Lackieren und beim Schleifen.
So, da brauche ich mir also wirklich kaum irgendwelche Mühe geben. Ich lasse das, lass das quasi einfach in die Ecke fallen. Damit etwas mehr Kleber wäre das jetzt nicht so leicht mitgekommen. Darum ist es hier richtig wichtig, dass man da schnell Pressung drauf bringt. Wenn man so wenig und dann vielleicht noch verdünnten Kleber hat, dann braucht man unbedingt mehr Pressung. Und länger vermutlich auch. Die Mindestpressdauer ist angegeben mit 15 Minuten. Ich würde das unter solchen Verhältnissen ruhig länger zusammenlassen, auch 24 Stunden. Gut, das waren mal die ersten beiden. Da ich ja keine Geduld habe, werde ich jetzt gleich mal das Schriftfeld aufkleben, bevor die Leitflächen hier getrocknet sind. Hier liegt die Kunst darin, dass man ausreichend Kleber aufträgt, dass es sauber hält wegen der kleinen Flächen. Und auch nicht zu viel, damit diese Tasche, die da entsteht, keine Überstände, keine Kleberreste enthält. Sonst wird das schwierig, da nachher das Beschriftungsfeld einzuschieben. Hier trage ich auch wenig Kleber auf, aber ich mache die Fläche auf jeden Fall, benetze ich einmal mit Leim. Ich bilde mir ein, dass ich da auch die Qualität der Klebung verbessere, beziehungsweise sicher gehen kann, dass sich das verbindet. Wenn man das nicht macht, dann kann das sein, dass die trockene Seite den Kleber wegsaugt und da keine saure Klebung entsteht. So, wie schön, dass das symmetrisch ist. Es ist egal, wie rum ich das aufsetze. Aber runterziehen, seitlichen Überstand abchecken, korrigieren. Das sieht gut aus, würde ich sagen. Ja. Überall zu und dran. Jetzt ziehe ich nochmal vorsichtig drauf längs. Und dann gleich im selben Absatz. So, hier kann man eventuell nochmal, wenn da dicke Kleistertropfen stehen, die sofort verteilen, rauswischen. Da setze ich jetzt kein Wasser ein. Da habe ich Angst, dass so eine kleine Klebestelle, dass sich der ganze Kleber rauswäscht und dass er nicht mehr hält. So, jetzt schön vorsichtig. Stirnfläche, diese größere Stirnfläche, das ist nicht schlimm, wenn ihr was abkriegt. Da kommen wir gleich noch wieder dran und können es abwischen. Was hier reingekommen ist, das ist schon wirklich ein bisschen viel, das kann man aber noch leicht verstreichen. So, hier dieses Teil ist auch symmetrisch, von daher ist es egal, für welche Seiten wir uns entscheiden. Ist nur wichtig, dass wir von den äußeren Stegen nur einen bestreichen. Weil der andere bleibt offen und an der Stelle wollen wir auch das Papier reinschieben, nachher die Beschriftung. Es gibt einen Musterbogen dazu, den, wo er selbst die gewünschten
Gewürze eintragen können. Da sind Linien drauf mit dem exakten Maß für diese Schriftfelder, weil die haben ein gewisses Übermaß, beziehungsweise die Schablone deckt die Schriftfelder ab. Das heißt, sie müssen minimal größer sein als die Öffnung, die man jetzt sieht, damit sie auch drin liegen bleiben. Und das, wie gesagt, dafür gibt es einen vorgefertigten Bogen. Und da könnt ihr mit der Schriftart eurer Wahl die eigene Beschriftung herstellen. So, das sitzt. Ich wasche da noch mal eben drüber und dann zeige ich euch, wie ich das spanne. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt, das Schriftfeld zu pressen. Dann nehmt ihr einfach irgendein Brett aus einem eurer vielen anderen Projekte. Ja, da braucht man natürlich am besten eine Presshilfe, so ein kleines Brettchen. Muss mal sehen, vielleicht integriere ich das noch in den nächsten Bausätzen. Ansonsten kann man da auch ein Küchenbrett nehmen. Diese Zangen, die ich hier habe, die sind nicht spezial und irrsinnig teuer. Die gibt es zwischendurch sehr günstig. Bei Discountern liegen die aus und also man kommt auf jeden Fall günstig ran. Und für solche leichten Arbeiten sind die wirklich schön. Vor allen Dingen, weil man einhändig spannen kann. So, der Druck nicht zu hoch, möglichst genau auf den Stegen Druck ausüben. Und jetzt kann das erstmal über Nacht ruhen und dann kann man das Ganze schleifen, lackieren, spachteln, nach Geschmack verzieren. Es gibt Leute, die mögen diese Verzapfung gerne. Wer die weghaben möchte, muss das Ding grundieren und anschließend ein Coating drauf machen, wie er es gerne hätte.